Moment, Moment, Moment. Muss ich jetzt in diese Richtung? Ja. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie hochkommen. Da links diese Wand hoch. Und dann laufen wir da lang, um ein paar Sachen wieder mitzunehmen. Ah, das sieht beängstigend aus. Ich will hier nicht durch. Oder warte mal. Ganz dreist. Unentdeckte Aussichtspunkte. Gehen wir jetzt einfach mal in die Richtung. Übrigens, dieser Beruf mit dem Kräutersammeln, so was ich gemeint habe, das mache ich nur nebenher. Ich werde das noch nicht aktiv machen, da ich eher für gerade für das Let's Play ein paar spannendere Dinge machen werde. Und da ja hier jetzt zum Beispiel schon viel hängen bleibt durch das Gelaufe und ähnliches. Ach, da oben direkt. Jetzt wäre ich glatt runtergesprungen. Und ein Aussichtspunkt. Ja, also eins muss man Guild Wars auf jeden Fall lassen. Die Umgebung, die Welt ist echt super gut gemacht und die gefällt mir richtig. Und das, obwohl ich jetzt eigentlich nur dieses, ich sag mal, Pflanzengedöns gesehen habe, weil das war ja noch nichts arg Besonderes. So, dann haben wir das bekommen. Verdient einen Fertigkeitspunkt, muss ich. Das ist nicht da unten, das ist wahrscheinlich da oben, ne? Wow. Und jetzt gerade fällt mir auf, dass er da echt wenig Schaden macht. Aber es geht, es ist wirklich dieser. Ja, ist doch gut. Dieser. Sag mal. Werdet ihr wohl hier oben verschwinden? Die spawnen, glaube ich, immer wieder neu, so wie das aussieht. Das ist gut für stehende Ziele, aber wenn ich am Rumrennen bin. Mächtiges Wasser! Wasser macht da, glaube ich, noch weniger Schaden, ne? Ui, 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 nicht gut. Nicht mich töten, lass mich. Ich überlebe, ich überlebe. Wow, das war jetzt knapp. Das war jetzt wirklich knapp. Aber das haben wir natürlich souverän gemeistert. Okay, souverän vielleicht jetzt nicht wirklich, aber wir haben es gemeistert. Helft dabei, irgendwem wieder irgendwas zu tun. Muss ich da oben lang? Klar, warum nicht? Wenn wir jetzt gerade hier schon rumgeistern. Dschungelwurm, Junges. Töten wir es. Ich glaube, dann kriege ich irgendeinen Laufspell oder so. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich pack jetzt Feuer aus und gebe dem Vieh einfach. Gott. Ich kann nicht mehr lange. Nein. Ah. Castell Astoria ist gesichert. Verteidigt Castell gegen den Albtraumhof. Ihr habt einen angeschlagenen Malus erlitten. In jedem Malus, den ihr erhaltet, sinken eure Lebenspunkte im angeschlagenen Zustand, sodass es schwieriger wird, euch wieder zu sammeln. Das hier? Okay. Ach, das ist direkt hier. Da bleiben wir jetzt lieber in unserer. Wow, was hier los ist.
ist dieser Hund. Und ich glaube, wir sind gleich tot. Aber nein, noch leben wir. Was ist das denn? Ich habe kein Heilspell, kein Heilspell. Ah, na super. Und da sind wir wieder tot. Also nicht tot, aber wir kämpfen um unser Überleben. Und heilen. Komm schon. Versuche mich gerade hier auch wieder hoch zu heilen. Bin etwas konzentriert am Kämpfen, weil wie viele das doch einfach sind zum Teil. Oh ja, jetzt habe ich mein Meteor-Spell ein bisschen verhunzt hingelegt. So. Boah, was da abgeht. Oh Gott, da hat es jemand auf mich abgesehen wieder. Machen wir mal direkt unseren Heilspell rein. Und gehen ein bisschen auf Abstand. Der Albtraumhof hat versagt. Gut gekämpft. Und geschafft. Sehr schön. Da sind wir auch wieder Level abgegangen. Und zwar sind wir jetzt Level 8. Da war ich jetzt etwas konzentriert am Kämpfen. Und wieder Beitragsstufe Gold. Ich glaube, an die kommt man ziemlich einfach, so wie das aussieht. Hier liegen ein paar Leichen rum und sag mal. Achso, das ist ein Silvari-Mörser. Ja, das wusste ich. Natürlich wusste ich das. Haben wir überhaupt Handschuhe? Wie geht's denn direkt auf unseren Charakter? Das ist von Mavot. Und das ist... Wow. Brauch mal meine Ruhe. Mein Gott, hier ist viel zu viel los. So. Ich hoffe mal, hier ist ein bisschen... Ich hoffe einfach mal, jetzt hier ist ein bisschen Kurzruhe. Damit ich nur mal gucken kann hier. Das war von Mavot wegen der Erntezeit. Und das war jetzt das gerade eben von dem Atomhof. Und ich wollte meinen Held nochmal angucken. Zack, hier ist Sideria. Stufe 8 allmählich. Handschuhe. Die sind beschädigt. Zwei Vitalität, nein. Glaskanone. Werde ich beibehalten. Und ja, warte mal, ich hatte doch irgendwas zum Reparieren oder so, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Erstmal, was ist das da? 5 Stücke Butter. Cool. War das nicht zum Reparieren? Ach, nicht zerstören. Nein, 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 nein. Oder doch? Wie geht denn das Heldenfenster auf? Wie ist denn das Makro dafür? H. Kein Handwerks... Ach, ich muss das erst noch erlernen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hier haben wir die ganzen Spells. Nochmal. In der Übersicht.
Slot-Fertigkeiten. Schauen wir mal. Wir haben auf 8 noch gar nichts, ne? Auf 9 auch noch nicht. Was ist denn Elite? Ach, Elite, da ist ein Gesperrzeichen. Also, lassen wir das einfach mal. Nett mir. Siegel des Feuers. Verbessert kritische Trefferchance. Bewirkt Verbrennungen bei eurem Gegner. Stacken denn diese Brennen-Damage-Sachen? Ich weiß es nicht. Manifestiert eine Lava-Axt in euren Händen und an der Zielposition. Gut, das will ich eigentlich noch nicht machen. Kann ich eigentlich irgendwas noch machen? Nee, also passt das ja eigentlich. Dann kann ich hier jetzt erstmal alle Punkte so verteilen. Trefft Gegner in der Nähe mit einer Energiewelle und kritischen Schaden. Blockt Angriffe mit einem Schild aus Energie. Wenn er 3 Angriffe geblockt hat, explodiert er. Zeigt einen Sturm auf Basis eurer Einstimmung. Macht der Sturm einen Damage? Ich weiß es nicht. Nehmen wir mal zuerst das da. Jetzt verstehe ich. Ach, kann ich das nicht auf die 8 legen? Das ist doof. Ich muss 5 Sachen lernen, um die da unten freizuschalten. Dieser Platz wird auf der Stufe 10 freigeschalten. Okay. Okay, ich habe gar nichts gesagt. Sondern genau, was gibt's hier denn eigentlich noch? Heilung 19, Heilung 107, Heilung 184. Heilung pro Zauber. Bei jedem Wirken eines Zaubers erhaltet ihr Lebenspunkte. Ja, dafür brauchen wir 3, die haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen halt euch selbst und verliert mit jedem Puls einen Zustand. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was genau ich nehmen soll. Übrigens würde ich gerne diese noch nehmen. Ich habe etwas Neues gelernt. Ansonsten behalte ich mal diesen einen Punkt noch. Und schau mal hier meine Geschichte. Haben wir jetzt das hier neu? Wie gesagt, Folge 100 oder so. Eventuell werde ich euch eine kleine Geschichtsstunde machen. Erfolge. Tägliche Tötung, unterschiedliche tägliche Tötung. Täglicher Sammler, ja gut, das ist mir ehrlich gesagt egal. Und tägliche Events. Monatlich. Da ich echt selten zum Spielen komme im Moment. Ist das alles noch so ein bisschen Nebensache?